Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei von Blankenburg bei Workers and Resources Soviet Republic. Und ja, in dieser Nacht, das hat ja schon Tradition bei uns, beginnen wir hier. Und ihr seht, es ist schon eigentlich fast alles Relevante fertig. Die Wasserversorgung steht noch aus. Die Abwasserversorgung steht noch aus. Hier unser Heizwerk läuft mittlerweile. Das können wir im Übrigen auch schon mal mit einem LKW versorgen. Der braucht nämlich Kohle. Und da würde ich mir jetzt tatsächlich einfach einen von den Schüttgutlastern hier abgreifen. Weil wir davon ohnehin zu viele haben. Den verlagere ich mal hier rüber. Und die Wasserversorgung müssen wir auch gleich noch in Gang bringen. So, der bekommt jetzt eine individuelle Tour. Und zwar soll der im Zollhaus starten. Soll dort Kohle laden. Und soll die hier im Heizwerk entladen. Und warten bis leer. Und hier warten bis voll. So, können wir in Gang setzen. So, der Stau hier hat sich aufgelöst. Die müssen erstmal wieder nachtanken. So, wir haben hier jede Menge Stoff drin. Wie voll ist denn hier der Wasserturm? Ja. Braucht noch. Kiestransport dauert auch noch. Hier unten ist alles da, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, hier geht es auch gut voran. Sehr schön. So, hier werden die weiteren Wohnhäuser beschickt. Es fehlt an Ziegeln, sehr schön. Die habe ich hier absichtlich pausiert. So, ich hoffe. Ah, da ist noch mittlere Priorität eingestellt. Die sollten wir vielleicht mal höher setzen, damit wir die Stadt hier besiedeln können. Wir können es ja jetzt nochmal durchgehen, ob wir alles haben. Wir haben hier eine Wasserversorgung, eine Abwasserversorgung. Wir haben ein Krankenhaus. Müll fürs Krankenhaus. Wir haben eine Heizungsversorgung, eine Schule, einen Kindergarten, ein Kino, einen Supermarkt, der auch schon bestückt ist. Eine Bushaltestelle und Wohngebäude. Fehlt uns denn noch irgendwas? Ich glaube, wir sind gut ausgestattet. Ich glaube, wir müssten alles haben. Feuerwehr steht übrigens hier unten. Ich habe aber das Feuer aktuell noch ausgeschaltet, da wir keine Bevölkerung haben. Fehlt nur noch Arbeitskraft. So, jetzt möchte ich mal sehen, wenn hier die Leute aus dem Bus aussteigen.
Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Pflanzen werden nachgefüllt. Wasser wird verbraucht. Sehr schön. Ja, das Spiel ist richtig hart und schwer. Das sagt der Chat hier. Der Ami Fury sagt das völlig zu Recht. Das Spiel ist definitiv ein, ja, wahrscheinlich das mit Abstand härteste Aufbauspiel, das es gibt. Sehr weiße. Ist hier noch nichts angekommen? Hat das Ding einen eigenen Abwasserausgang? Müssen wir mal eben kontrollieren. Ah, in der Tat. Dann gibt es hier noch ein Abwasserrohr. Und da stellen wir natürlich direkt die Priorität auf hoch, damit wir das Abwasser rausbekommen. Na, jetzt staut sich es hier hinten wieder ein bisschen. Damit der hier nicht so leer durch die Gegend fährt, sollten wir hier beim B-Laden mindestens zu diesem Prozentsatz gefüllt ist. Sagen wir mal 50%. Aber es hat ein wenig Geld gebracht. Sehr schön. Und ich beschaffe mal noch einen Bus. Ich wollte die blaue Variante. Und dann kriegt diese Tour hier noch mal einen zusätzlichen Bus. Der Tank, der ist schön voll, das ist gut. Hier diese Rohrbaustelle. Wird erstmal beliefert, sehr schön. Schon mal unterirdisch. Können wir die nämlich auswählen. Es fehlen noch Bretter. Dürften schon unterwegs sein. Oder auch noch nicht. Hier wird wieder der Tank voll gemacht. Ist der Straßenbau noch zugange? Ich mache hier mal noch die Kiesstraße zu Ende. Weisen das Ganze auch mal dem Baubüro zu, dann sollte sich hier jetzt zumindest einer der Kipper in Bewegung setzen. Sehr gut. So, unser Bus ist da. Jetzt
Muss ich den bloß hier irgendwo aufspüren? Wir erkennen ihn daran, dass er blau ist. Da ist er. Fahrplan auf anderes Fahrzeug kopieren. Lassen wir das losfahren, schauen uns hier die Linie an und stellen dann die Linienabstände ein. So, 22 Arbeiter haben wir hier. Rohr wird schön gebaut. Was ich verkaufen wir in der Grenze? Wir verkaufen aktuell nur Stoff, Kleidung. Entschuldigung, Kleidung. Wir verkaufen aktuell Kleidung. Dem muss ich, glaube ich, einmal noch manuell entladen. Lass ich mal eben hier rüberfahren. Und dann kriegt der hier einen Halt. Und dann sage ich, der soll hier Stoff entladen. Ja, der will noch einen Halt. Dann stelle ich hier das Zollhaus ein. Hier soll er warten bis leer. Und da soll er auch warten bis leer. Müsste sogar komplett reinpassen. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass die Mitarbeiter so lange im Bus sitzen. So, der hat leer gemacht, oder? Ja, sehr schön. Dann kann ich den jetzt wieder hier oben zuweisen. Dann parkt er da. Einwandfrei. So. Der Wassertank ist voll. Hier haben wir auch noch ein bisschen was gespeichert. Das ist gut. Dann gucken wir mal, was hier unser Wegebau macht. Ja, der braucht noch ein bisschen. Das Ding hier sollte ich auch noch mal hoch priorisieren. Und hier hinzufügen. Sollte sich hier wieder ein bisschen was in Gang setzen. Sehr schön. Na, das Ding hier, das könnten sie mal so langsam weitermachen. Ich stelle mal die Priorität hier höher. So, hier kommen wieder Leute raus. Und da dürfte gleich einer losfahren und Pflanzen holen. Jawohl. 80.
So, Kies ist schon da. Sehr schön. Hier sind auch Leute dran. Sehr schön. Ja, jetzt geht's doch voran hier. Warum klappt denn das Menü jetzt hier zu? Ich jetzt irgendeine Taste gedrückt? Ach, ich bin hier oben dran gekommen wahrscheinlich. Zug macht das ganz schnell, aber ja, das ist tatsächlich so. Zug kann ich mir aktuell nicht leisten. Wir haben noch keine Exportwirtschaft. Wir müssen aktuell alles mit Bussen fahren. Kieslager. Das müsste jetzt wieder voll sein, das ist gut. Fehlen noch Mitarbeiter. Ja, und da ist immer noch das Stromthema. Sogar schon auf hohe Priorität gestellt, aber es tut sich nichts. Komisch. Übrigens, wenn euch gefällt, was ich hier tue, dann vergesst nicht ein Follow bzw. ein Abo dazulassen. Dann werdet ihr beim nächsten Mal automatisch informiert, wenn es wieder was Neues zu sehen gibt. So, wir gucken mal. Es fährt wieder hier ein Bagger raus. Der fährt zur Entladestation für Wasser. Ach, da geht es jetzt hier oben weiter. Der fährt hier hin. Da ist auch schon Beton gerade angekommen. Das ist gut. So, die fahren hier runter. Ja, und das bringt ja jetzt wieder total viel, außer die fahren hier zur Rohrleitung. Ja, ganz toll. Die bringen hier Leute ran, aber das Material ist noch gar nicht da. Was für ein Rohrkrepierer. Oh Mann. Das läuft hier jetzt gleich voll. Das ist ja ärgerlich. Ich hoffe, die bringen das Ding. Ja, Chemie importiere ich. Ah, der ist gleich wieder voll. Das ist gut. Wasserverbrauch ist hier wieder hochgegangen. Was macht dann das Ding hier? Ja, das dauert alles noch. Aber hier unten sollte mittlerweile die Baustelle durch sein. Sehr schön. So.
ist das schon wieder ausgeblendet. Was ist denn da los? Das heißt, ich kann diese Leitung hier hinzufügen. Und da stelle ich auch mal die Priorität hoch. Ja, das dürfte der hier sein. So, das Rohr dürfte jetzt gleich fertig werden. Das wäre ja schon mal was. Und dann dürfte der relativ schnell voll werden. Ja. Sehr gut. Dann können die hier den alten Mist wegfahren. Der hat neue Pflanzen bekommen. Sehr schön. Nee, ich habe noch keinen Kredit genommen. Das ist immer noch das Stadtgeld. Hier steigt ein Preis. Na, wir sollten hier in der Stadt mal so langsam überlegen, wo wir die Universität hinstellen möchten. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten mit der technischen. Boah, braucht die viel? Wir haben doch da bestimmt eine Mod-Universität, oder? Die nicht so groß ist. Universität. Schule Typ Erfurt. Ja, aber möglicherweise die würde ja von der Größe hier ein bisschen reinpassen. Das ist zu groß. Technische Universität. Ja, die ist mir was zu klein. Genau. So, Kyrillisch kann ich leider nicht lesen. Das könnte noch gehen. Nicht so viel Material verbraucht. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Ja, das ist ein bisschen arg mickrig. Viel zu groß. Mit 60, ja, das vielleicht schon eher. Oder hier die mit 75. Das Haus des Lehrers in Berlin. Sehr schönes Gebäude. Yin Tower? Nee. Eine technische Universität mit 180, die ist definitiv zu groß. Ja, das ist ja mickrig hier. Sowas hier in der Größe, das möchte ich haben. Small Technical College. 45, nee, das ist mir zu klein. Universität Lenin.
Das ist doch genau die Sache, die ich haben möchte, oder? Ja, aber die frisst auch so viel Material. Hundert. Nee, die Lenin, die gefällt mir fast besser. Ist das hier alles noch zu Fuß begehbar? Ich kann die auch hier rüber setzen. Mann, das ist doch so. Ja, aber schon so, dass der Lenin-Kopf da Richtung Stadt zeigt. So gefällt mir das gut. Weisen wir die noch zu. Und dann können wir hoffentlich auch bald forschen. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir hier mal noch eine Kiesstraße draus. Und hier auch. Können ja so lange unten rumfahren. Ja, 48 Tonnen Stahl ist relativ viel, das stimmt. Aber wir haben ja einiges eingelagert. Zum Glück. So. Hier werden wieder Pflanzen angeschafft. Der will Wasser holen. Sehr schön. Nee, der will Abwasser loswerden. Wie viel haben wir denn hier noch? Ja, es funktioniert langsam. Die Produktion scheint gut zu funktionieren. Dieses Lagerhaus hier ist aktuell noch das große Problem. Wurde denn da nochmal Fleisch angeliefert? Wird das irgendwann schlecht? Mal hier noch eine Verbindung. Wird da kein Baubüro zugewiesen?
natürlich immer richtig bitter. Da fehlt auch ein Mitarbeiter. Ist hier jetzt eigentlich mittlerweile den Fahrzeugabstand habe ich aktiviert. Die sollten sich also verteilen. Und da würde ich fast sagen, schicken wir mal mehr Leute in die Bekleidungsfabrik. Damit die den Stoff auch wegproduzieren können. Hier wird, na, hier ist fast schon alles da. Zumindest für die aktuelle Bauphase. Das ist gut. Ja, und ich hätte gesagt, mit dem grünen Blick über unsere kleine, ja, angenehme Stadt. Und mal wieder die Dunkelheit, die hier hereinbricht, wollen wir zumindest die aktuelle YouTube-Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer van Blankenburg.